Liebe Zuschauer, wir kümmern uns jetzt ein bisschen um Ihren Fußboden. Ja, ich weiß. Ah, ein leidiges Thema. Wie bekomme ich den so richtig sauber und glänzend? Vor allem jetzt natürlich in der Vorweihnachtszeit, an den Festtagen, wenn dann auch noch die Gäste kommen, da möchte man es perfekt sauber haben. Da möchte man, dass der Fußboden strahlt, dass er wirklich so richtig schön blitzeblank ist. Wenn Sie dann einen Hartboden haben, ein schönes Parkett, ein Laminat zum Beispiel oder auch eine Fliese in der Küche oder im Badezimmer, die muss einfach sauber sein, die muss schön poliert sein, na, die soll glänzen, da sollte man sich am besten drin spiegeln können. Aber da dann wirklich mit dem Tuch vielleicht oder so und das dann per Hand aufpolieren, das ist viel zu mühsam. Und dann irgendwelche professionellen Maschinen, die sind unglaublich teuer. Wir haben da was für Sie und das ist sensationell. Ich weiß es, weil mein Kollege schwärmt so richtig davon, der hat die sogar. Ja. Richtig, ich habe sie selber, Gott, zum Glück habe ich sie selber, weil ich habe immer noch so ein Bild, wenn es um Fußboden geht, von meiner Oma. Oma in der Kittelschürze, eine Bürste und Bonawachs in der Hand. Ja, und dann ist die stundenlang auf den Knien auf dem Holzboden entlang und hat Millimeter für Millimeter poliert. Und damals habe ich mir gesagt, ich will niemals einen Holzboden. Jetzt habe ich einen Holzboden, komplett Parkett, in der ganzen Wohnung, zwei Stockwerke. Aber ich rutsche beim besten Willen nicht auf den Knien rum, denn ich habe diese Fußbodenputz- und Poliermaschine zu Hause. Und die ist unglaublich effektiv. Einmal eingesteckt ist es sehr, sehr einfach. Man macht die hier an. Das kann man einfach mit dem Fuß machen. Und dann sieht man auch, vorne brennen, leuchten gleich mal LEDs. Das heißt, du hast jetzt auch in dunklen Ecken genügend Licht. So, und jetzt kippst du dieses Kippgelenk leicht und schaltest es ein. Und dann schau mal, was jetzt passiert. Sobald ich es einschalte, habe ich es jetzt ausgeschaltet. Wieder, Moment. So, jetzt haben wir es drin. Stecker nicht drin. Da hinten ist der Stecker, oder? Schauen wir, ob der Stecker drin ist. Weil gerade eben hatten wir noch Strom, jetzt ist der Strom weg. Aber den kriegen wir gleich. Und dann poliert es hier wirklich so unglaublich. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja? Und ich finde das wirklich so hilfreich, was hier passiert. Weil es mit wirklich ganz, ganz wenig Aufwand enorm reinigt. So, und jetzt haben wir den Strom auch wieder da. Jetzt können wir das hier ohne Probleme machen. Und dieser enorme Aufwand, den man normalerweise betreiben müsste mit diesem Polieren, das ist hier komplett ersetzt und ich denke auch viel besser, als du das mit deiner menschlichen Hand machen könntest, weil du siehst hier diese beiden Putzpads, die laufen mit 230 Umdrehungen gegeneinander und jetzt kann ich hier polieren und nicht nur polieren, sondern auch putzen. Wir haben vorne einen kleinen Wassertank drin und Sie sehen unter den LEDs diesen kleinen schwarzen Punkt. Genau den. Und sobald ich jetzt hier oben auf meine Düse drücke, dann kommt hier Wasser raus. Ja? Sehen Sie das? Und zwar, wirklich ganz, ganz fein. Das heißt, auch gerade weil ich Parkett habe, das überwässerst du nicht. Und ich habe da einfach so ein Putzmittelkonzentrat meines Vertrauens, ein paar Tropfen rein und den Rest mit Wasser aufgefüllt. Und jetzt fahre ich so meine Bahnen und ich weiß dann, mein Fußboden ist sauber. Danach poliere ich das noch und zwar ebenfalls mit der Maschine. Dann wechsle ich einfach nur von den roten auf die weißen Polierpads. Und das geht auch unglaublich einfach. Wenn mal irgendwo ein bisschen mehr Schmutz ist, dann drücke ich einfach noch mal, hol mir das Reinigungsmittel noch mal. So, und dann, wenn eben gereinigt ist und ist auch ein bisschen trocken, dann mache ich aus, ja, und jetzt die Putzpads wechseln. Da meint man immer, das wäre unglaublich schwierig. Und das machen wir jetzt mal. Willst du mir helfen? Selbstverständlich. So, einmal abziehen. Und super, das andere drauf. So schnell geht das. Und es ist unglaublich laufleise. Das ist auch noch was Wichtiges. Wir kennen ja viele Haushaltsgeräte, die unglaublichen Krach machen, wo kein anderer mehr irgendwas nebenher machen kann. Sobald du das Gerät hier im Betrieb hast, hier ist es so, dass du wirklich das nebenher machen kannst. Jetzt schalten wir ein und jetzt polieren wir. Ja? Und du siehst, wie zuverlässig das geht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Respekt, weil bei mir wirklich alles außer dem Bad ist alles Parkett. Ja. Aber hiermit ist das ein Kinderspiel. Einmal in der Woche drüber gefahren und der glänzt und strahlt. Und wir kennen alle die Fernsehwerbung, wo sie irgendwelche Putzmittelchen zeigen und dann sagen, putz so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Ja. Funktioniert nicht. Und wenn man schwarze Fliesen hat, schon zweimal nicht. Ja? Weil sobald das trocken ist, ist es wieder so matt wie vorher. Hier kannst du es, wie es übrigens in der Industrie gemacht wird, polieren und eben auch bohnen. Ja? Also hier jetzt natürlich, wenn das Putzmittel leer ist und du polierst, machst du vielleicht noch ein bisschen polieren.
Poliermittel und verdünnt es rein und polierst jetzt dein Parkett. Aber das geht ja nicht nur für Parkett, das wir haben es vorhin gerade gesehen. Das geht für Fliesen, das geht für Stein, das geht für Laminat, das geht für PVC, also für alle Hartböden. Und beim Parkett ist es ganz, ganz wichtig, dass du unglaublich vorsichtig mit dem Wasser bist. Ich glaube, das haben viele auch schon zu Hause erlebt, wenn sie Parkett haben, wenn sie mit dem Wischmopp gewischt haben, dass man dann überwässert. Und dann kann der Parkett Wellen schlagen. Ja? Wenn da Wasser irgendwo an einer kleinen Verletzung des Holzes eindringt, dann bläht der sich auf und dann hast du das Parkett kaputt. Ja? Hiermit kann das nicht passieren, weil du auf gar keinen Fall überwässerst. Hier sehen wir Trichter und hier der Messbecher, die sind übrigens mit im Lieferumfang enthalten. Und ich liebe dieses Gerät. Ich würde es nie mehr hergeben, ja? weil es mir so viel Zeit und auch Arbeit spart. Und ich muss da ehrlich sagen, es macht auch Putzen macht damit Spaß. Warum? Weil wir Männer möchten unser Erfolg sehen. Ja? Wir möchten sehen, dass wir was geschafft haben. Und das siehst du. Du fährst drüber, schaust dir es an und sagst, Mensch, klasse gemacht. Ja, und das stimmt. Viele Frauen haben ja ein Problem mit ihren Männern, dass sie nicht gründlich genug putzen. Ja? Und wenn du jetzt deinem Mann mit dieser Fußbodenpoliermaschine sagst, putz mal, dann putzt er gründlich, weil er merkt, man sieht sofort das Ergebnis und es ist sauber. Man sieht sofort, was man gemacht hat. Und du hast vorhin noch was Wichtiges gesagt, wenn man zum Beispiel mal die Schwiegermutter zum Adventskaffee oder an Heiligabend erwartet und die kommt rein und sagt, ach Schatzi, den Boden könntest du auch mal wieder putzen, dann weißt du, du hast wieder alles falsch gemacht. Ja? Hier wirst du sagen, Mann, dein Boden glänzt aber. Du zeichnest dich also auch als guter Hausmann, Hausfrau bzw. Hausmann aus. Ja, und das stimmt. Mit unglaublich einfachen Mitteln. Und ich könnte hier eine Stunde lang reden und putzen, weil es macht so riesig Spaß. Das stimmt. Es geht leicht von der Hand. Es macht riesig viel Spaß. Und sie reinigen und polieren ihren Boden, ihre Hartböden jeder Art. Es ist ein so tolles Gerät, eine Profi-Fußbodenpoliermaschine für 75,91 Euro, die Ihnen die Hausarbeit erleichtern wird. Sie brauchen keinen Wischmopp mehr, Sie müssen nicht mehr schauen, wie viel Wasser darf auf den Boden. Das wird hier automatisch alles ausgegeben durch diese Sprühfunktion. Einfach den Reiniger oder das Poliermittel Ihrer Wahl einfüllen, passen für Ihren Boden und dann funktioniert das hervorragend. Ja, eins ist natürlich noch wichtig, vorher Staubsaugen. Einmal mit dem Staubsauger oder mit dem Besen drüber, das ist klar. Ja, ich denke, das ist selbstredend. Aber was jetzt auch noch wichtig ist, wir haben ja gesehen, wie einfach diese Pads abgehen. Der Schmutz muss ja irgendwo hin. Und der geht natürlich in die Pads hinein. Und die werfen wir einfach bei 40 Grad in die Waschmaschine. Mhm. Und die kommen wieder strahlend weiß bzw. strahlend rot raus. Und das Rot und Weiß ist auch gut. Also das hier ist zum Putzen, wenn ich ein bisschen nachputzen will. Und die Weißen sind dann zum Polieren. Das ist aber denkbar einfach. Und ich habe ja eine Haushälfte gemietet und die andere Hälfte hat mein Vermieter. Mhm. Und ich habe gesehen, der hat den Hauseingang gereinigt. Und dann habe ich meine Poliermaschine in die Hand gedrückt und habe gesagt, mach's damit. Beziehungsweise seine Frau hat das gemacht. Und sie, oh, will ich auch. Jetzt steht, also bis vor kurzem stand ja meine Poliermaschine in meiner Wohnung. Jetzt steht sie in unserem gemeinsamen Flur, damit jeder Zugriff drauf hat. Aber das ist ja auch schön so, weil die haben gemerkt, das geht so einfach und macht so viel Spaß. Und das Ergebnis, das ist absolut beeindruckend. Und wir Männer, wir neigen ja wirklich dazu, wir wollen ein tolles Ergebnis, aber wenn möglich mit kleinst wenigem Aufwand. Und diese Poliermaschine ist ein Garant dafür und die Damen werden es auch lieben. Ja. Dessen bin ich mir sicher, alle, die das bisher gesehen haben, erstens mal das Gerät und das Ergebnis sind begeistert und so wird es Ihnen auch gehen und Ihrem Besuch wird Ihr neuer Boden auffallen. Es macht richtig viel Freude. Ja, nicht nur uns Damen, sondern auch den Herren. Sie hören es, 75,91 Euro in der Boden glänzt. Auch bei Fliesen hat mich das total begeistert. Auch mal in der Küche, im Badezimmer. Gerade wenn da so ein bisschen was an Film drauf ist, da hat man im Badezimmer gern auch mal so ein bisschen Haarspray oder sowas. Oder in der Küche, dass da mal was runtergegangen ist. Da ist diese Fußbodenpoliermaschine wirklich ein Traum. Also greifen Sie zu. Sie haben jetzt die Möglichkeit, zum TV-Sonderpreis zu bestellen. Unsere tolle Fußbodenpoliermaschine, Polierpads, also die Reinigungspads und die Polierpads sind für Sie im Lieferumfang schon mit dabei. Und natürlich auch der Trichter und der kleine Messbecher zum Auffüllen, sodass Sie hier jederzeit selbstverständlich Reinigungsmittel bzw. Wasser einfüllen können. NX 5871 und die 569, die Bestellnummer für Sie. Und dann kann es losgehen mit der perfekten Bodenreinigung und Politur des Hartbodens. Und dann wird alles perfekt strahlen. Also wir Frauen freuen uns und die Herren auch ganz toll. Die machen dann auch mit im Haushalt.